Was ist deine Aufgabe als Systems Engineer bei Gridscale? Als Systems Engineer bin ich für unsere zentrale Plattform mitverantwortlich. Ich bin sozusagen für das zuständig, was wir bei Gridscale als Control Plane bezeichnen. Dabei geht es um die Systeme, die auf jeden Fall laufen müssen, damit der Kunde unser Produkt benutzen, also zum Beispiel einen Server starten kann. Das ist beispielsweise unsere zentrale Datenbank. Es geht aber auch um die internen Systeme wie das Logging, das wir unbedingt haben müssen, damit wir Probleme beheben können oder Fehler sehen. Ohne das wären unsere Entwickler sozusagen blind. Was ist aktuell ein spannendes Projekt, an dem du arbeitest? Aktuell haben wir bei Gridscale die Anforderung, unsere zentralen Systeme überall auf der Welt ausrollen und betreiben zu können. Wenn wir als Gridscale Cloud-Standorte in den USA betreiben, dann können und dürfen wir die zentralen Systeme nicht hier in Deutschland laufen lassen. Das geht allein schon wegen Datenschutz nicht, macht aber auch technisch teilweise wenig Sinn und wir wollen auch langfristig die Ausfallsicherheit erhöhen. Das Ziel ist also, mehrere unabhängige Control Planes zu haben und dabei ist Automatisierung sehr, sehr wichtig. Welche Hilfsmittel nutzt du, um als blinder Mensch deinen Alltag zu bestreiten? Für meine Arbeit ist da das Hauptstichwort der Screenreader. Der Screenreader ist eine Software, die den Bildschirminhalt zum einen per Sprachausgabe auf der Tonspur ausgibt und zum anderen auf einer sogenannten Braillezeile in Blindenschrift. Außerdem nutze ich eine Sprachausgabe auf dem Smartphone und natürlich meinen Blindenstock als eines der wichtigsten Hilfsmittel. Dann habe ich noch eine Brille, die basiert auf der Google Glass 2. Die kann Texte vorlesen, zum Beispiel auch Schilder und beschreibt die Umgebung mittels künstlicher Intelligenz.